Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Leute, wir haben das dritte Semester und wir haben heute unsere erste Konsultation zum ersten Hauptprojekt im dritten Semester gehabt. Ihr habt richtig gehört, erstes Hauptprojekt. Wir haben dieses Jahr einfach zwei Hauptprojekte und wir haben jetzt für das erste Projekt, das läuft unter dem Namen P3/1, 3 Wochen Zeit. Und im Prinzip haben wir die Aufgabe, ein interaktives Design zu machen. Genaues Briefing ist so, wir haben einen Poster, also wir hatten ganz viele Poster, wir durften uns einen Poster raussuchen, das ist eine Gruppenarbeit, wir sind 3 Leute. Und dieses Poster müssen wir jetzt interaktiv umsetzen, gestalten, wie auch immer, komplett frei. Und wir haben uns für dieses Poster hier entschieden und im Prinzip müssen wir sozusagen den Inhalt des Posters jetzt gestalten. Und in dem Poster geht es darum, Gesellschaft und Design, Handeln von Menschen, wie designen wir, wie gestalten wir unsere Umwelt, sowas auch zukunftsmäßig gedacht. Und ich glaube, ich blende euch einfach den Talk kurz hier ein, das Thema. Und die Idee, die erste Idee war dann, dass wir sagen, okay, wir nehmen das originale Poster und gehen mal ein bisschen in der Zeit zurück. Wie wurde, was weiß ich, vor 100 Jahren gestaltet? Was gab es für verschiedene Designstile? Haben dann so eine Zeitleiste erstellt. Und die erste Idee war halt im Prinzip, dass wir anhand von dem originalen Poster immer die verschiedenen Designstile zeigen, die es gab. Zum Beispiel Bauhaus, Pop Art, sowas. Und damit es interaktiv gestaltet ist, war so eine Idee, die Leute könnten theoretisch an einem Rad drehen, an einer Uhr und dann verändert sich das sozusagen immer, je nachdem, in welcher Epoche man ist. Oder wir machen einen Zeitstrahl auf dem Boden und durch Bewegungssensoren oder durch Lichtsensoren, was auch immer, wird dann erkannt, wo befindet man sich gerade und in diese Epoche, an die passt sich dann das Plakat an. Das war so der Grundgedanke, der Hauptgedanke. Und das haben wir jetzt heute unseren Dozenten vorgestellt, heute Morgen. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie das gelaufen ist. Inhaltlich haben wir uns so ein bisschen den Fokus genommen hier. Gesellschaftliche Entwicklung und Design, wie hat es damals so, oder wie hat Design, Gesellschaft, wie hat es sich gegenseitig beeinflusst? Und um einfach mal einen groben Überblick zu bekommen, haben wir hier unten so eine Timeline mal erstellt, wo man einfach so sieht, welche Art von Design gab es wann, was sind so Gestaltungsmerkmale, welche Typo wurde verwendet. Und da kann man halt genau sehen, so wenn gesellschaftlich krasse Umbrüche waren, dass sich halt das auch im Design extrem gut wiedergespiegelt hat. Und der Grundgedanke oder die Hauptidee ist, dass wir im Prinzip anhand von dem originalen Plakat immer verschiedene Designstile visuell umsetzen wollen, um sozusagen diese Verbindung von gesellschaftlich war was, das zeigt sich im Design wieder. Da fände ich es eigentlich sogar ganz nice, wäre jetzt so eine kurze Idee, wenn man komplett nur ein Typo-Plakat vielleicht sogar macht, weil dann kann man, ich weiß nicht, wenn man jetzt das originale Plakat sieht, ist ja im Prinzip auch Typo und dann hier Design, Design und wenn man sich dann so ein bisschen reduziert, nur Typo nimmt und das dann so, wie du eben meintest, so umsetzt, so, keine Ahnung, vielleicht irgendwas so mit VR machen, dass das dann, dass man das Handy draufhält und dann hat man das irgendwie auf einmal so komplett, ich weiß nicht, halt ganz neu gedacht oder sowas, weil allein der Unterschied, der ja dann kam von, ich meine, bevor es überhaupt Computer gab, war ja die Schrift eben, das war ja da ganz anders, das war ja alles fix. Vor allen Dingen könnten wir das nicht sogar mit Touch-Designer, also ich denke auch gerade so ein bisschen daran, also ich feiere die Ideen ultra, nur denke ich halt auch dran, können wir das umsetzen so. Und da kommt mir jetzt Touch-Designer so am ehesten in Sinn, weil da kann man ja dieses Transformieren und so bestimmen. Aber das ist gerade noch so ein bisschen meine Unsicherheit. Kriegen wir das umgesetzt? Einfach nur wow. Es ist mega nice. Es ist richtig nice. Unser P3, der erste Teil, wir haben 2. Das wird wild. Das wird richtig wild. Ich nehme euch einfach wieder mit auf die Reise. Wir hatten jetzt gerade unsere erste Konsultation. Wir haben die grobe Idee vorgestellt. Ich
Ich bin mal echt gespannt und ich hoffe ja auch, was uns in Zukunft erwarten wird. Alles in allem kann man so sagen, die Konsu war richtig gut. Es war auch richtig, richtig guter Input von unseren Dozenten dabei. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir weggehen von diesem, wir machen ein komplettes Plakat, sondern wir fokussieren uns nur auf einen Kernbereich von dem Plakat. Zum Beispiel jetzt Typo. Und die Idee ist halt, dass man zum Beispiel sagt, okay, jeder kann jetzt individuell die Typo gestalten, wie er denkt, wie es in 100 Jahren aussieht. Zum Beispiel, da haben wir diesen Zukunftsfaktor auch noch drin. Und da kann man halt mit verschiedenen Designprogrammen oder auch Programmiersprache dann halt, da müssen wir uns irgendwie reinfuchsen, aber das kriegen wir schon hin, so im Prinzip sagen, okay, wie breit ist eine Schrift? Wie kantig ist eine Schrift? Hat sie Serifen? Hat sie keine Serifen? Ist sie irgendwie so bubbly oder ist sie, was weiß ich, ist in 100 Jahren, gibt es keine Schrift mehr, alles mit Punkten, wer weiß. Und das ist jetzt so ein bisschen der Kerngedanke, an dem wir uns dranhangeln. Und wir waren dann auch vorhin im Atelier, haben uns zusammengesetzt, bisschen gebrainstormt, auch nochmal ein bisschen mehr recherchiert über die Designerin, über die halt den Talk hält, ein bisschen über, was genau kann man eigentlich alles machen, was für Programme gibt es eigentlich. Und ich werde mir jetzt mal Touch Designer und P5 heißt es, genauer anschauen. Das sind Programme, womit man das eventuell machen kann. Ich habe auch vor, wieder eine Serie draus zu machen, so wie bei meinem P2. Könnt ihr euch gerne anschauen, habe ich hier verlinkt. Bin mal gespannt, was bei rauskommt. 3 Wochen haben wir noch Zeit. Ist das erste Hauptprojekt, zählt 30%. Wünscht uns Glück. Thank you.